Marvel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Marvel Adventures. Ja, lange habe ich mit mir gehadert, ob ich mir das preislich wirklich leisten möchte. Vor kurzem war es im Angebot und da habe ich gedacht, ich schlage zu und ja, jetzt gibt es ein neues Let's Play. So, und nun sind wir im Spiel. Ich musste leider eben noch ein paar Sachen einstellen und wieder diese ziemlich nervige Verknüpfung machen mit dem Square Enix-Konto. Ich weiß nicht, wofür diese ganzen Konten überhaupt gut sind, ehrlich gesagt, aber okay. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wir können jetzt theoretisch Operationen wählen. Moment, ich kann hier unten. Warum auch immer. Ah, Moment. Ah, okay. Okay, wir können die Operationen wählen. Einzelspieler. Jede Heldenoperation erhält eine zusätzliche Story-Kampagne sowie verschiedene zusätzliche Missionen. Eine neue Operation, Hawkeye Future Imperfect, ist jetzt verfügbar. Also da tut sich wohl auch einiges. Da werden auch immer wieder so neue Operationen hinzugefügt. Dann gibt es noch die Adventures-Initiative, das ist der Multiplayer. Da habe ich mir allerdings sagen lassen vom Epi, dass man erstmal den Einzelspieler spielen sollte und dann erst den Multiplayer. Warum weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber das wäre wohl besser. Dementsprechend machen wir jetzt den Einzelspieler. So, Teil 1, Zusammenführung. Kampagne. Ein Spieler ist klar, nach der Auflösung der Adventures muss eine junge Frau mit seltsamen neuen Kräften auf eine Reise zu sich selbst gehen, um sich selbst akzeptieren zu lernen und die Kraft zu finden, die Adventures wieder zusammenzubringen. Gemeinsam müssen sie ihr Schicksal als mächtigste Helden der Erde annehmen und die Kräfte besiegen, die die Menschheit bedrohen. Wir erleben es immer häufiger. Mächtige Menschen, die nach unten treten. Aber die Avengers waren anders. Daran habe ich fest geglaubt. Ich denke, das alles ist aus einem guten Grund passiert. Vielleicht habe ich darauf immer gewartet. Vielleicht bin ich endlich Teil von etwas Größerem. Abo, siehst du? Wurde auch Zeit. Oh, diese Sitze sind vielleicht unbequem. Sie ist wunderschön. Wieso heißt sie Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? So viele andere Kids. Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Wettbewerb ist etwas, das uns stark macht. Und wenn Ihnen meine Geschichte nicht gefällt, wenn sie nicht reinpasst. Sie muss perfekt sein, weißt du? Bei deiner Geburt, da meinte dein Bruder, du hättest coole Augen. Was? Aber für mich waren sie das absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Ich hab dich lieb, Abu. Und ich dich noch mehr. Und ich bin sicher, du wirst das hier gewinnen. Oh, stell dir das mal vor. Und der Preis für die beste Fanfiction geht an die Avengers gegen die fiesen Kanalechsen von Kamala Khan. Und das Publikum rastet aus. So gefällt mir das. Aber du weißt, was zählt. Sieg oder nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter, gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Leute, wir nähern uns den Avengers West Coast Headquarters zur Linken und landen in Kürze auf der Chimera. Komm, Abu, schnell! Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Wow, das
ist Wahnsinn. Okay, holen wir mein Abzeichen. Fanfiction-Wettbewerb, ich komme. Okay. Ah, so können wir sprinten. Drücke rechts und dann links. Ah, okay. Da können wir den Fotomodus mit aktivieren. Aber für eine 2K-Auflösung ist das Spiel doch ziemlich unscharf im Moment. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf. Die Khans, sehr schön. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle 5, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Hast du noch nicht genug Comics? Aber der VIP-Balkon, da muss ich hin. Also irgendwie ist das sehr, sehr am Flimmern hier, obwohl die beste Auflösung drin ist und noch nichts anderes im Hintergrund läuft. Ich weiß nicht, ob das Spiel einfach nur grafisch so schlecht ist oder ob ich vielleicht mal in den Einstellungen irgendwas anders einstellen kann. Ich bin gleich wieder zurück. Ich schaue mal eben in den Einstellungen nach. Ja, auf jeden Fall ist das besser. Also anscheinend war automatisch die Bitrate begrenzt. Das habe ich mal ausgeschaltet, weil ich ja nicht nur auf 60 FPS spielen kann, sondern weil das ja sehr viel mehr leistet. Was ist jetzt? Drücke Steuerung nach oben, um das Taktikbewusstsein zu aktivieren. Das Taktikbewusstsein, ja, und was soll das sein? Okay. Fortfahren. Okay. Ah! Du musst die Barcodes scannen, um deinen VIP-Pass zu kriegen. Einen Comic an jedem Start. Hier, also wir können uns anscheinend umschauen und dann alle 5 Comics sammeln, um VIP-Plätze für die Show zu erhalten. Ach so. Verstehe. Und der zeigt dann an, wo ich die kriegen kann. Also hier vorne ist schon mal eins, so wie es aussieht. Also dann, es geht los. Oh, oder ich kann mir zumindest eins holen. Reicht das nicht, wenn ich drücke? Doch, er hat es noch nicht richtig angenommen. Okay. Perfekt. Okay, ich habe einen der Comics. Jetzt die anderen. C kriegen wir aber nicht dadurch, sondern wenn wir irgendwo durchgehen, ne? Ich hab bei Hulk. Ja, was hast du denn bei Hulk? Darfst gerne zu Ende sprechen. Ich wollte hier nur mal gucken. Achso, er. Bist du okay? Nein, ich hab diesen Comic schon. Ich brauche noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal. Tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool. Bis später. Okay, das heißt, wo kriegen wir dann den anderen? Wow, Widows bei Zielübungen. Ich muss wohl spielen, wenn ich einen der Comics haben will. Triff die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Ah, nicht die grünen. Ja, kein Problem. Ich kann nur ehrlich gesagt so überhaupt nicht steuern. Das könnte leicht problematisch werden. Oh, nee. Also ich habe gehört, dass das ein ziemliches Draufhauspiel sein soll. Deswegen habe ich natürlich jetzt den Controller genommen. Aber mit Zielen bin ich natürlich wesentlich besser, wenn ich mit der Tastatur und Maus spiele. Was war das? 250 Punkte brauchen wir? Geschafft! Nee, 150 anscheinend. Nicht schlecht, Kamala. Ja, nicht schlecht. Wer ist der Nächste? Und dieser Comic gehört jetzt mir. Yeah. Okay, dann. Dann. In welche Richtung müssen wir dann? Da ist C, das ist klar. Ist hier drinnen vielleicht noch irgendwas? Da hinten wird nichts angezeigt. Moment, C ist hier auch nochmal. Meine Güte, Repulsorhandschuhe! Ich muss einen anprobieren!
Oh Mann. Oh, das ist so cool. Ah, welch Abscheulichkeit ist das? Wow. Ah, Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Myonenstrahl. Mark III Repulsor-Handschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, Oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Seh her. Eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh, wow. Wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seiner würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen Starks Firlefanz und göttlicher Macht. Ja, schon. Aber irgendwo muss jeder Held doch anfangen. Oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich hab den Gott des Donners getroffen! Absoluter Hammer! Ja. Comics, Preis. Konzentrier dich. Genau, ich wollte gerade sagen. Also, wir müssen nur noch ein paar andere Sachen hier holen. CDE. Haben wir jetzt hier was bekommen, dadurch, dass wir da dran waren? Weil ich kann da jetzt nichts mehr sehen. CDE. E scheint da hinten zu sein. Ja, das sieht gut aus. Oh nein, nichts mehr übrig. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Hey, wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, hier zu sein. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Zisch ab, Kleine. Wenn der Mob und die Presse und die ganze Welt dir sagt, verschwinde, dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wüssten das. Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Na toll. Keine Comics mehr. Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Ah, danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. 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 In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja, ja. Die hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey Cap, wir müssen auf die Bühne. Talton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also vorhin, er war drüben am Starkstand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oh,
Ja, aber gegen die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America und Black Widow. Ich sterbe. Also ich muss schon sagen, die haben das bisher wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wie ein Comic im Sack. Jetzt muss ich mal eben schauen. Grafisch, naja, gut, dieses Gekrissel, das geht mir ziemlich auf die Eier, hätte ich gesagt. Also auf meine Eierstöcke, müsste ich dann wohl sagen, nicht auf meine Eier. Aber... als müsste ich es versuchen, wenn ich den nächsten Comic will. Charaktermäßig und storymäßig finde ich es bisher schon richtig gut. So knapp. Fast würde ich es schon ziemlich gut. Hier ist dein Comic. Achso. Oh, danke. Ja, das war ja einfach, als ich dachte. So, Moment, da hinten ist jetzt C. Ist das jetzt dieser... Nein, geh nach oben. Wieso geht die jetzt nach unten? Wieso geht die nicht nach oben? So, Moment. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Das ist aber, glaube ich, das, wo der Junge war. Nee, das ist hier. Nee, das ist da drinnen anscheinend. Komme ich hier? Hier komme ich rein, oder? Oder in dem Fall halt draußen, nicht drinnen. Cool, noch mehr Comics. Fallen Sie nicht das sind diese Wissenschaftler aus dem Fernsehen. Terrigen war für die Menschen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Ich kenne Sie und weiß, dass Sie den Prunk nicht mögen, aber es wird sich lohnen. Er will Kontrolle. Und Profit. Das lassen wir nicht zu. Das ist Ihr Moment. Mit Starks Geld und Ihrem Verstand werden Sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen Sie nicht, wie nah wir dran sind? Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg. Es gibt immer was zu tun. Ja, ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Oh, ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Hey, okay. Was machst du hier hinten? Oh, ich habe mich verirrt. Klar. Ich bring dich zurück zur Show, okay? Den habe ich schon. Moment. Vielleicht kann ich mit diesem Jungen tauschen. Ja. Wenn du mir jetzt sagst, wie ich zu dem Jungen hin... Ach nee, Moment, der steht jetzt hier vorne. Ach so. Halt. Hallo. Mädel, könntest du stehen bleiben, wo ich X gedrückt habe? Hey, ich habe den Comic, den du wolltest. Super. Tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Das war's. Ich hab alle. Jetzt nichts wie rauf zum VIP-Balkon. Genau, nichts wie rauf, wenn ich wüsste, wo der ist. Direktor Fury. Direktor, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht zügeln kann? Wir wissen Glauben nichts Sie über... Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Danke. Oh, Wahnsinn, das glaubt Bruno mir nie im Leben. Hey, Kleine, sei vorsichtig. Oh. Okay. Aha. Ja, ich ahne so langsam was. Was ich allerdings ein bisschen doof finde an einem Spiel, muss ich sagen, dass das nicht die Originalstimmen sind. Damit hätte ich auf jeden Fall gerechnet. Gerade wenn man so einen Titel rausbringt. Sesam, öffne dich, Comic Overlords! So, ich weiß aber gar nicht wohin. Moment, da. Okay. Hier war jetzt Abu. Ich bin hier gerade noch total... Muss ich mit dir reden? Muss ich hier einfach nur warten? Ich glaube, ich muss nur warten, oder? Bis das aufgeht, kann das sein?
Danke. Danke an alle. Okay. Wir wollen das heute. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Freut mich, bitte. Cap spricht. Über uns Helden geschrieben haben, die uns beeindruckender machen, als wir sind. Außerdem enthüllen wir eine neue, saubere Energiequelle. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Tarleton. Danke, Captain Rogers. Die Chimera wird von einem neuen Mineral betrieben. Terrigen. Vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen Stein. Ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral... Hallo San Francisco! Statt der netten Leute, des guten Essens und der mangelnden Parkplätze. An der Sache mit den Parkplätzen arbeite ich. Schicke Tasche. Wow. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier verschwinden. Komm! Klingt ziemlich groß für einen Unfall. Unfälle gibt es nicht. Tor. Tony, seht nach. Sofort. Bleib dran, ja? Mach den Quinjet klar. Für alle Fälle. Mach ich. Hast du gewartet? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Wow! Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Sag ich doch. Tor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Los, los, los! Hier sind mindestens 30 bewaffnete Männer. Wir brauchen Verstärkung. Unwürdig. Tony, Tor, wie ist euer Status? Sterbliche in Gefahr. Und viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Kleine wütende Männer mit Gewehren. Okay, also springen wir. Ich hätte heute Morgen mehr frühstücken sollen. Können wir auch irgendwie sprinten oder so? Ich glaube, das war Ausweichen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber das sah gut aus. Tor! Danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Tor. Das ist schön. Halte Y, um einen Powerangriff auszuführen und die Barrieren zu zerstören. Okay. Ja, das wird lustig. Halte... Okay. Tor, cool. Mit wem haben wir es hier zu tun? Die haben sich nicht vorgestellt. Moment mal. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Cap, die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Hilfe! Bitte! Kann ich auch irgendwie fliegen? Hallo? Oder muss ich hier hochspringen? Achso, ups, das war der Powerangriff. Achso, ich soll dem Typen helfen. Sag mir das doch einer, dich habe ich gar nicht gesehen. Nein, ich stecke fest. Zu deinem Glück bin ich mächtig. Danke, Tor. Bring dich in Sicherheit. Wogegen denn? Dagegen wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Soll ich den dagegen wenden? Leute, was soll ich hier aus dem Weg räumen? Sagt es mir. Das ist ja schön, dass ich den Angriff machen soll. Und Barrikaden zu zerstören. Ah, jetzt. Ich würde schon sagen. Es ist Tor! Tor, danke! Bleibt in Deckung. Hilfe ist unterwegs. Ja, also sind wir nicht die Hilfe, oder was? Ich dachte, wir sind die Hilfe. Yeah!
So, erstmal die Jungs hier auf dem Boden. Hey, 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 Moment mal, Donnergott. Ey. Wer hat gesagt, dass nur du den ganzen Spaß haben darfst? Drücke LB, um die... Was ist ein LB? Das erste. Okay. Ich muss zugeben, das war ziemlich beeindruckend. Überrascht dich das? Oh, übermütig. Gefällt mir. Da oben. Sag das doch. Achtung! Dankeschön. Aber den habe ich auch schon getroffen. Oh. Schilde. Niedlich. Das ist in der Tat niedlich. Das ist geblockt, das ist nicht gut. Habe ich eigentlich doch oben, ist glaube ich meine Überlebensleiste, oder? Also wir können damit, glaube ich, den Schild wegmachen. Ist noch nicht vorbei, Stark. Hey, komm zurück! Gerade wurde bestätigt, dass die Nummernschilder auf der Brücke zu dem heute Morgen gestohlenen Shield-Konvoi passen. Stand das in einem von Furys Berichten, die ich nie lese? Komm schon, Tony. Die sind wichtig. Okay, von mir aus. Oh, es ist euer Ernst. Bitte Controller zu schießen, das geht nicht. Zum Glück hat Fury meine beste Tech an einem Ort gelagert. Diese Raketen verursachen eine Menge Schaden. Ja, ich weiß. Ich habe die verdammten Dinger gebaut. Cap, wir sollten den Terrigen-Kristall sichern, denn wenn er getroffen wird... Schon dabei. Dr. Tarten ist jetzt unterwegs zur Reaktorkammer. Oh, das war ich, glaube ich. Entschuldigung. In Deckung bleiben. Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Das warst du selber. Ja. Avengers. Der Konvoi transportiert geheime Shield-Prototypen. Fury beschafft die komplette Liste. Hallo? Wie geht's der Katze? Sagen Sie Fury, dass ich wirklich gern mit meinen eigenen Waffen beschossen werde. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Und Goose geht's gut. Ich wusste nicht, dass Sie den Teil gehört haben. Man sollte meinen, diese Idioten müssten mittlerweile fliehen. Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Oh, da unten sind welche. So ist irgendwie einfacher. Also das im Flug, das ist irgendwie nicht so... Oh! Gut. Wer hatte die tolle Idee, Shield Trucks mit Geschützen zu bestücken? Tony! Ach ja, ich. Benutze L und B, um auszuweichen. Ja, darf ich weitermachen? Hallo? Ja, das klappt ja schon mal wunderbar mit dem Ausweichen. Okay. Also... Da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, das funktioniert nicht so, wie wir wollen. Okay. Komm, 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 weich aus. Mann. Ja, ich helfe euch ja, wenn ich denn das irgendwie hinkriege, heißt das. Wie gesagt, das mit Maus und Tastatur wäre, glaube ich, wirklich viel einfacher. Habe ich jetzt beide erwischt? Nee, natürlich nicht. Was ist da unten los, Tony? Oh, okay. Gar nichts. Alles super. Ich hoffe nur, die Jungs haben keine... Ich nehme es zurück. Sie haben Pulsarpanzer.